Yeah, 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 yeah. Talking about the green. Indoor, outdoor, same green. And I love the weed. Hallo ihr Lieben, wie versprochen, es ist heute der 31. Oktober, befinde ich mich hier mitten im Hanffeld von Medihemp. Und ja, wir wollten euch das einfach mal zeigen, auch wenn man sieht, dass die schon ziemlich verblüht sind hier, aber das macht nun mal auch das Datum. Es ist leider schon viel geerntet worden, wir werden euch aber auch gleich noch ein paar andere Bilder zeigen, wo ihr noch grüne Hanffelder seht, damit ihr nicht nur glaubt, es gibt nur solche, aber das wird die Ellie euch gleich auch noch mal erklären. Es hat auch einen Grund, warum die teilweise so lange stehen gelassen werden. Jetzt darf ich hier stehen mit der Andrea und der Ellie zusammen. Also ich habe sie mal zusammen vor eine Kamera bekommen. Ja, Ellie kennt ja eh alle schon, auch von der Messe. Und die Andrea ist halt die Partnerin. Ihr macht da echt schöne Arbeit. Und jetzt würde unsere Zuschauer mal interessieren, das ist nicht überreif oder warum wird das so lange stehen gelassen? Also das ist eines unserer Versuchsfelder, weil wir einfach auch nebenbei Forschung betreiben, okay. Weil wir Entwicklung machen und die Cannabinoide in der Pflanze nicht kommen und dann sind sie da, sondern das ist ein Wechselspiel zwischen Wetter, Umweltbedingungen, Erntezeitpunkt und wir haben viele Felder zu unterschiedlichen Erntezeitpunkten geerntet, wir haben auch Analysen gemacht. Und das ist jetzt unser allerletztes Feld. Also meiner Meinung nach schaut das wunderschön aus. The last field. Und ja, wirklich, da ist jetzt der Same schon ausgefallen. Okay. Sie verblühen langsam und dadurch sollte... Was passiert mit den Samen? Die liegen am Boden und gehen dann im Frühjahr wieder auf. Okay. Oder wenn sie ein neues Hanffeld entsteht. Aber die hätte man doch verarbeiten können, oder? Natürlich. Tun also wir normalerweise auch, wenn wir es früher ernten. Okay. Also normalerweise werden die Blüten abgeschnitten und dann wird danach getrocknet und der Same von den Blüten getrennt und die Stängel raussortiert. Dann kommt raus ein Blütenmaterial, ein Samenmaterial und halt der Stängel, den wir grundsätzlich mal vorhaben, wieder zurück aufs Feld zu bringen, weil das ist alles biologisch. Und der Boden braucht dann auch die Nährstoffe. Wenn man alles vom Feld wegnimmt, dann raubt man ihnen die ganzen Nährstoffe. Und es ist gut, wenn man Material hat, das man wieder unterarbeiten kann. Weil wir ja Bio sind. Das heißt, ihr wisst also jetzt noch gar nicht, ob dieses Feld überhaupt brauchbar ist? Das kann sein. Natürlich. Wenn man sich die unterstreift, also der Vorteil ist bei denen auch, sie sind schon so trocken, dass sie auch nicht mehr lange getrocknet werden müssen. Wir versuchen auch irgendwie dadurch, dass die Hanferde so wahnsinnig kompliziert ist, unter Anführungszeichen, natürlich was Neues für viele Landwirte, das auch effizient zu gestalten. Und wenn man dann das Material nicht mehr so lange trocknen muss, dann erspart man sich auch einige Zeit, also mit den Spritkosten und was das halt alles an Klar. Arbeitszeit kostet. Und wenn man daran riecht, dann merkt man, es hat noch einen sehr intensiven Geruch. Ja. Das heißt, es sind noch viele ätherische Öle drinnen, was für uns auch, sehr wertvoll ist. Es ist auch noch klebrig. Und normalerweise sollte es so sein, dass wenn das Wetter kühler wird, dass der THC-Gehalt noch weiter sinkt in den Pflanzen. Und das ist das, was wir jetzt einfach ausprobieren, weil wir einfach für die nächsten Jahre einfach die optimale Blüten brauchen als Rohstoff dann für unsere Extrakte. So, gerade noch am Hanffeld und nun live on stage. Gehen wir mal rein. Nachdenken, Hanfschenken. Yeah.
Wir stehen hier mitten in der Halle neben einem wunderschönen Hund, auch wenn wir deswegen nicht hier sind. Aber ich liebe Hunde. Und neben uns ist der Somalo. Der ist hier praktisch für das Ganze verantwortlich oder er macht hier das Ganze. Jetzt habe ich mal ein paar Fragen. Das ist ja hier keine Erntemaschine, was wir da sehen. Was wird mit dem Gerät gemacht? Das ist eigentlich ein Häcksler, der zerkleinert praktisch diese Hanfpflanzen, wenn sie von der Ernte. Okay, also eine Zerkleinerungsmaschine. So ist es, ja. Okay. Genau, das ist jetzt praktisch das unsortierte Rohmaterial. Okay, also da ist jetzt Blüte, alles, Stängel. Also ein Teil der Stängel, der obere Teil der Stängel, aber trotzdem noch Stängel, Samen und die Blüten. Okay, was macht jetzt so eine Anlage? Naja, es ist so, wenn Hanf geerntet wird, ist er natürlich grün, mhm. hat eine Feuchte von 65 bis 70% und die Trockenanlage trocknet praktisch das runter, also nicht auf Null, aber sagen wir mal 10% okay. Feuchtigkeit. Also wir könnten quasi viel mehr vom Feld ernten, genau. als wie wir trocknen können. Das ist jetzt im Moment unser Hauptproblem, dass wir einfach mit der Erntemaschine können wir auf 10 Hektar am Tag ernten. Also man kann sagen... Man kann aber nur 2 Hektar genau, trocknen. Eine Stunde, je nachdem wie der Bewuchs ist, aber 1 bis 1,5 Stunden pro Hektar. Okay. Wäre die Erntezeit. Aber wie gesagt, man muss ja natürlich das Material dann abtransportieren und trocknen. Und da unten ist so eine Art Gebläse drin, oder? Genau, es ist ein Gebläse drin, macht 40.000 Kubik in der Stunde und wir fahren mit einer Lufttemperatur von 35 Grad vielleicht. Okay. Das ist es. So, das heißt, man muss es also erst reintun und da muss man das irgendwie wieder rauskriegen. Genau, dann wird es wieder und, raus. Genau, dann wird in den Big Bags gelagert okay. und kommt dann praktisch zur Weiterverarbeitung. Jetzt sitzen wir hier nach diesem Trocknungsprozess, diesen Anlagen. Wie lange hast du gesagt, dauert das? Naja, das, wie gesagt, kommt auf die Feuchte vom Material an, aber so zwischen 8 und 12 Stunden. Stunden nur? Stunden. Okay. 8 und 12 Stunden. Und hier ist jetzt wieder alles mit drin, Samen. Genau. Und so weiter. Genau. Warum wird das eigentlich nicht auseinander gemacht? Oder wird? Es wird auseinander gemacht, aber im nächsten Arbeitsschritt. Ah, okay. Das heißt, das kommt dann in eine Sortieranlage, ja. wo eben die Stängel aussortiert werden, mhm. beziehungsweise die Samen auch von den Blüten getrennt. Auf wie viel sitze ich hier? Auf wie viel Material? Ja, das sind ungefähr 150 Kilo Gesamtmaterial. Also es ist so, dass europaweit mit relativ großer Wahrscheinlichkeit zu wenig Samen produziert wurden, auch fürs heurige Jahr. Das heißt also... Ich könnte sagen, ihr seid ja auch immer sehr wetterabhängig. Ne? Also, das sind wir, ja. Was sagst du, wie war dieses Jahr? War das eher schlecht? Super, super, ja. Dieses Jahr war ein super Trainingsjahr. Okay. Also Schlimmer geht es nicht mehr. Genau so ist es. Also wir haben den heißesten Juli und August seit Aufzeichnungen gehabt und wir haben den nassesten Oktober gehabt, seit es Aufzeichnungen gibt. Okay. Also genau das, was wir nicht brauchen. Das heißt... Das lagert jetzt hier und wo wird es jetzt hingehen? Was ist dann der nächste Schritt? Jetzt, das nächste ist jetzt da. Die Aussortierung. Ja, genau. Die nächste ist die Aussortierung. Genau. Da gibt es einmal so eine grobe Vorsortierung. Mhm. Wo also, wie gesagt, wie wird das gemacht, maschinell? Es wird maschinell gemacht mit so einem sogenannten Sternsieb. Okay. Ich glaube, er hat Hunger. Echt? Was ist mit dir los? Kannst du nicht mal einen Schuh essen? Sag mal, das schmeckt doch gar nicht. Es ist bei Teichmann angestellt. Weil es ist nämlich so, bei dieser, das ist nämlich eine Arbeit, die rund um die Uhr geht. Also das heißt, wenn die Trockenanlage, sage ich jetzt, um 2 Uhr morgens fertig ist, dann muss man das ausräumen und neu befüllen. Weil sonst habe ich ja von 2 Uhr bis 7 Uhr, bis die Leute normal zu arbeiten beginnen, die Zeit hätte ich ja verloren. Ja. Und das können wir uns leider nicht leisten. Also haben wir jetzt praktisch rund um die Uhr. Die Leute gucken ja immer nur vor die Kulissen und nicht hinter die Kulissen. Und ich finde, es ist auch wichtig, wie viele Leute in wie vielen Tagen da auf einmal dran gesetzt werden müssen oder wie viele da überhaupt in einem Jahr dran arbeiten. Das wissen andere Leute gar nicht. Ja? Kannst du sagen, wie viele Produktionshelfer ihr unbedingt ungefähr braucht bei einer Ernte? Oder so insgesamt? Jetzt rennt ja das meiste Gott sei Dank schon maschinell, weil es einfach nicht möglich ist. Letztes Jahr haben wir 6 Wochen lang mit 40 Erntehelfern insgesamt 7 Hektar Blüten geerntet. Also
Also wird mehr gehen, wenn die Industrie da noch oder wenn die Wirtschaft da mehr hinterhängen würde und mehr. Naja, da braucht. Ich meine, wir haben. Wir entwickeln jetzt die Lampenmaschine. Wir haben uns heuer schon gebessert. Also wir haben eigentlich jetzt das Vielfache in einer wesentlich kürzeren Zeit mit wesentlich weniger Leuten. Geschafft. Aber natürlich maschineller Einsatz, ist keine Frage. Nein. Ja, super. Ja, wenn es aussortiert ist, kommt es wieder da zurück. Da wird es gelagert, bis wir es einfach weiter dann verwenden. Okay. Das heißt, wir schauen uns da mal die weitere Verwendung wieder mit dir an. Ja, ganz genau. Also das ist hier praktisch das Labor von euch und hier werden praktisch die Arbeiten, also die Endverarbeitung eigentlich. Genau, in Wirklichkeit also die Veredelung. Das heißt, wir bekommen das Rohextrakt von der Extraktionsfirma, weil wir uns eine Extraktionsanlage noch nicht leisten können. Mhm. Bekommen das Rohextrakt hierher, das hat ein bisschen zu viel THC und wird uns dann hier verdünnen auf die Prozentzahlen, die wir in unseren Extrakten dann drin haben wollen. So, um euch das mal zu zeigen, so sieht dann halt diese Extraktion aus, wenn sie abgefüllt ist. Das ist hier in so einer Spritze, wo man dann praktisch unten die Milligrammzahl genau sieht und sich das exakt eigentlich raus dosieren kann. Schaut wirklich aus wie, ja. Also es ist auch. Also eine sehr, sehr feste Konsistenz eigentlich, ne? Genau. Möchtest du kosten? Nee, ich muss ja noch Auto fahren. Na, was wäre jetzt eigentlich, wenn man jetzt wirklich so einen Löffel CBD nehmen würde? Gibt es da eine Art Überdosierung überhaupt? Wir sind laufend am Testen. Nein, man wird nur, wenn man wirklich viel nimmt, schon, also es ist dann nicht mehr nur entspannend, sondern man wird schon müde. Das, was der Körper nicht verarbeiten kann, wird ausgeschieden, wie bei Vitaminen eigentlich auch. Oder? Ja, genau, ganz genau. Was ich euch noch gerne auch erzählen möchte, was CBD betrifft, es werden ja viele Händler leider dazu gezwungen, darüber nicht zu berichten. Sie dürfen weder sagen, dass man das dosieren darf, wie man es dosieren darf, ob man es als Lebensmittel, als Nahrungsergänzungsmittel nehmen darf oder nur als Rohstoff. Und das, denke ich, ist gerade für die Patienten schwer, denen es hilft. Da wir nun mal freie Journalisten sind, möchte ich euch mal was ganz Interessantes zeigen. Uns hat nämlich ein Patient, der hat einen schweren Gehirntumor gehabt. Da sind die Metastasen den ganzen Rücken runter und dann sieht das ungefähr so aus. Das ist die Wirbelsäule voller Metastasen, die ein Mensch eigentlich wahrscheinlich noch ein halbes Jahr lebend oder überlebend gebracht hätte. Ja. Dieser Mensch hat sich mit CBD eingedeckt und wirklich das regelmäßig genommen, in höher dosierter Form. Und die Ärzte konnten es sich nicht erklären. Plötzlich nach 6 Wochen sah das Ganze so aus. Das heißt, ihr seht da eigentlich nichts mehr. Außer, ich weiß nicht, ob es die Kamera erkennen kann, hier oben sind ganz kleine rote Punkte. Das sind noch die übrig gebliebenen Metastasen nach 6 Wochen, Leute. Und jetzt wisst ihr auch, warum eigentlich natürliche Stoffe verboten werden sollen. Weil, wenn das nämlich die Bevölkerung erfährt, dass ein Naturprodukt so hilft, dann hat die Pharmaindustrie kann sie ihr Handtuch werfen und genau das wollen die nicht. Und deshalb, Leute, steht auf, wenn es um CBD geht, geht zu eurem Arzt, fordert das, tut euch zusammen, schließt euch Vereine an. Wir dürfen uns dieses wunderbare Naturmittel nicht verbieten lassen, okay? Gut, gehen wir mal weiter. Die Pinpetten von den Flaschen, das heißt, damit fällt es den Leuten leichter, das zu dosieren, ja? Da wird man drückt drauf, dadurch wird die Luft rausgestoßen und beim Loslassen wird die Luft eingezogen. Hier ist die sogenannte, wie heißt das hier? Packstation, ja genau. Hier tun wir etikettieren. Das heißt, die Fläschchen, die drüben im Labor befüllt werden, kommen hierher, sind jetzt schon fix fertig verschraubt mit der Originalitätsverschluss, damit die Leute auch wissen, sie bekommen unbenutzte Flaschen. Und hier tun wir mittlerweile, also immer noch, hoffentlich nicht mehr lange, per Hand etikettieren.
Also Leute, das ist hier nicht nur biologisch, das ist echte Handarbeit. Ja. CBD, CBDN, CBDA gibt es ja in verschiedenen Prozentzahlen. Ja? Viele fragen sich wahrscheinlich, ab wann ist es eigentlich so wirklich, oder kann man von der Wirksamkeit sprechen, und bis wann ist es, also die Prozentzahl, kann man sagen, also ich sage immer, über 30% kommen, das ist doch schon irgendwie, könntest du da was zu sagen? Ja, also erstens mal kommt es ja nicht auf die Prozent drauf an, weil Prozent heißt, habe ich 5% und 10%, brauche ich vom 10%igen einfach halb so viele wie vom 5%igen. Mhm. Es kommt auf die Milligramm CBD oder CBDA, was halt drin ist, an. Und wir sind mittlerweile überzeugt, dass es diverseste Wehwehchen gibt, wo man wirklich mit Mini-Dosierungen auskommt. Also praktisch wie? Fast wie Homöopathie. Mhm. Also es ist einfach so, dass eben das körpereigene Endokannabinoid-System steht auf Cannabinoide, logischerweise stärken zum Beispiel das Immunsystem, und da braucht es wirklich nicht viel. Ich arbeite weiter. Genau, ja, ich würde es auch tun, aber ich muss das Mikrofon halten. Ich würde dich auch nicht ranlassen. Wir haben festgestellt, Männer sind fürs Etikettieren eher ungeeignet. Da bin ich jetzt aber froh. Ich darf dann nachher die Flaschen spülen. Zum Beispiel, ja. Nein, wir verwenden nur Original und neue Flaschen natürlich. CBD darf, oder bist du darüber informiert, ob CBD in Europa auch verhöhnt ist in manchen Ländern, oder kann man darüber was sagen? Nein, grundsätzlich wird es in ganz Europa als nicht psychoaktiv eingestuft. Folgedessen fällt es nicht unter Suchtmittel. Ist frei verkäuflich, wobei es EU-weit überhaupt keine Regel, nein, es gibt einfach keine Regelung. Also das ist ja auch das Positive an der Europäischen Union, dass wirklich, dass man sich zwar gemeinsam fühlt, aber alle unterschiedlich sind. Sehr kompliziert. Also wir versuchen seit Monaten in irgendeiner Art und Weise von irgendeiner Behörde Auskunft zu kriegen, als was wir das schlussendlich verkaufen dürfen. Sie wissen es aber selber nicht. Was glaubst du, warum werden kleinen Händlern oder solchen Leuten wie euch Steine in den Weg gelegt? Was glaubst du, wo das herkommt? Na, definitiv von den Pharmafirmen. Pharmafirmen verdienen an Naturstoffen kein Geld. Man kann eine Pflanze nicht patentieren. Folgedessen haben die kein Interesse. Also sie haben ein Interesse, sie versuchen jetzt gerade eben CBD zu isolieren, oder haben das auch schon, versuchen das jetzt als Arzneimittel unterzukriegen, okay. Was aber meiner Meinung nach der völlig falsche Weg für einen Naturstoff wie CBD ist, weil ein hochreiner Monowirkstoff wirkt nicht, er kommt auch nicht im Körper an. Also es gibt schon Studien, die besagen, dass das isolierte CBD zum Beispiel maximal 5% Bioverfügbarkeit hat. Also ich kenne da Fälle, also das ist Wahnsinn, die leiden täglich, die Leute, und die Krankenkasse übernehmen teilweise die Sachen nicht. Ja, ja, nur Krankenkassen übernehmen Krebstherapien, und das CBD ist definitiv sensationell. Wenn man es dort einsetzen könnte. Ja genau, zum Beispiel um die Nebenwirkungen von Chemotherapien stark zu reduzieren. Also ja, ich weiß, aber es gibt Fälle, wovon wir auch noch nicht berichtet haben, aber die wirklich Chemotherapie mit CBD gemacht haben, wo nicht mal die Haare ausgefallen sind, die wirklich die Therapien ganz toll überstanden haben, die auch Hunger hatten, die wirklich essen konnten davon. Und ich denke mal, das ist einfach das Allerwichtigste dabei. Genau, das denken wir auch. Wir sind jetzt am Schluss hier angelangt. Es sind immer noch keine Leute da. Ich sollte vielleicht doch nicht immer sonntags kommen. Wenn ihr noch mehr über Medihemp oder diesen Produkte wissen wollt, beantworten die euch mit Sicherheit eure Fragen gerne. Wo seid ihr erreichbar? Hauptsächlich übers Internet. www.medihemp.at. Mhm. Da sind auch unsere ganzen Großhändler aufgelistet. Mhm. Da sehen auch Leute aus ganz Europa, wo sie in ihrem eigenen Land bestellen können, kaufen können. Und ja, bitte, wir freuen uns.
schreibt uns an, fragt uns, informiert euch, macht Werbung für uns, dass wir genau. Super. Und ich hätte noch ein kleines Anliegen an euch, damit das hier vorwärts geht mit der Legalisierung und vor allen Dingen auch mit CBD-Produkten, die einfach auf dem Markt gehören und jedem gehören. Unterstützt das bitte, wenn ihr das unterstützen wollt, wendet euch vielleicht an Legal Europe oder an die AG Cana. Das sind sehr gute Leute, die sich dafür einsetzen, und wenn ihr da vielleicht eine Unterstützungserklärung bei Unterschriftenaktionen mitmachen oder einfach mit eurer Mitgliedschaft unterstützen, das hilft uns, die Masse aufzubauen und wirklich das Ding schnell sicher für alle Leute zu machen. Ja. Ich bedanke mich bei euch für die Vorstellung, auch wenn wir nicht alles in die Kamera gekriegt haben. Ich denke, das andere gibt's nächstes Jahr. Ja, super. Wir bauen jetzt sowieso aus, Länge mal Breite. Und ihr seid herzlich jederzeit wieder eingeladen. Was? Hey, ich bedanke, und jetzt ab in den Sonntag. Du brauchst auch mal ein bisschen frei. Ja, gehen wir schlafen. Genau. Bis dann. Ciao. Leave your parents smoke alone. Yeah, 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 yeah. Talking about the green. Indoor, outdoor, same green. I love the weed.